Mein Headset willkommen zurück zu einer Folge S2 zu einer Folge Super League, Fabi. Hallöchen. Du machst einen Stau mit einem 6R. Ja, ich bin gerade am Mieten. Ja, wir haben offscreen die Rüben ausgemacht. Ich meine natürlich die Karotten. Es gab ein bisschen Schwund. Wie gab es halt etwas so viel? Nee, ehrliche Antwort. Wir haben darauf momentan weniger Lust, weil es so lange hinzieht und ja. Hast du das kurz mit 11.11 platt gemacht, sag ich mal? Und bei Kartoffeln haben wir uns was. Was? Schlaf? Ja, wir müssen noch einen Tag. Okay, haben wir uns was überlegt, dass es ein bisschen schneller geht, ein bisschen Abwechslung gibt. Wir mieten uns dann selbst fahren, oder? Kostet zwar wie viel Geld? 30? 30.000. 30.000, aber gut. Aber nur Ja, auch ist ja. als Abwechslung und ja. Ich sag so, wir haben bei dem Projekt da kaum mal so aufs Geld geschaut, sag ich jetzt mal. Wenn wir Bock drauf hatten, haben wir es gemacht und ja, es wird auch wieder Bock drauf und Richtig? ja, macht das. Ach, stimmt, das ist der Event und nicht mal das andere. Ist doch auch Ist ja nicht. noch sie Ist doch auch Schrottding, auch. Du guckst so weit vorne raus, das ist das Problem. oder nicht? Aha. Mache ich unseren Kipper jetzt leer oder miete ich uns einen Kipper? Weiß ich nicht. Ich kam doch gar mal hier rum beim Mensch da. Sie wollte kein Einreihenruder fahren. Das wäre günstiger gewesen, hätten wir zwei Einreiher genommen. Ja. Entschuldigung, zwei Zweireiher. Diesen Vorschlag hast du nicht gemacht. Ah, oh, fährt auch nur 27. Oh gut, egal. Naja, der große Ruder kann erst nach dem Kraut schlagen. Ne, der hier ist das dann, glaube ich, den wir nehmen können. Ja. Der hätte zwei Reihen gemacht und hätte nur 10.000 gekostet. Naja, gut, dann haben wir auch bei 20.000 mit zwei Reihen. Hängt Ja, schon. bei dem sind wir 30. Ja, die 10.000, da krieg ich aber Mittagessen. Ja, so. Ja. Aber ein bisschen Abwechslung. Eine mit denen hier auch noch. Na, jetzt lohnt es sich gerade doch egal, mit deinen 2000 Euro Mietkosten da. Karotten sind der Ausgleich für die Kartoffeln. Ja, wo wir die Hälfte platt gemacht haben, mein Gott. Das bisschen, was wir dann noch haben, das macht zumindest irgendwas gut, hoffen wir. X, was denn X bei dem Hänger? Oh! Boah, ey, den brauchen wir, den Hänger. Oh. Palette auffüllen, interessant, das haben wir immer noch. Ich glaube, das bleibt jetzt, bis Ja. wir alle Paletten verkauft haben. Oder bis Ende des Projektes. Oder so. Ich könnte mir aber mittlerweile vorstellen, dass es auch daran liegt, an diesen, ja, Kisten jetzt für die Karotten. Weil die stehen ja übereinander. Und Ach. teilweise sind die voll und teilweise sind die nur halb voll. Scheiße. Scheiße. Ist ja keine gute Idee. Wir fahren das Ding aus dem Körper, weil es nicht ganz am Feld war. Und Glock geht das Ding in den Baum rein. Ist so ungefähr, es wollte in den Baum. Der hat ja sogar eine Anzeige, dass der Anhänger blinkt. Eieiei. Alter, wie breit ist denn das Ding? Onkolyt? Das Ding habe ich voll selten, also hat mir voll selten im Projekt gehört. Ja, das Ich wusste stimmt. gar nicht, dass das Ding so breit wird. So, hier vorne, da sie nichts stehen lassen. Jedenfalls nach dem 6R nichts. Was Weiß gar nicht, eigentlich? ist hier eigentlich gedüngt? Ist eigentlich so krass.
Die Dinger werden eigentlich immer größer, die Sales-Fahrer, die bleiben immer über 4 Meter, so ungefähr, oder 4 Reihen oder sowas. Ja? Das ist ja richtig mies. Warum? So viel Geld für die Scheiße hier ausgegeben und dann haben wir nicht mal 1% gedüngt. Ja. Na, ich bin ja schon bei 2000 Liter. Ja, für eine Bahn. Das ist jetzt. Macht's nicht besser. Und meine Bahn, ja. Jetzt weiß ich nicht, wo ich den hinterherfahren soll für den. Alter, diese Animation ist aus sowas von lame gemacht. Eigentlich ist es am besten, du fährst die Bahn jetzt wieder rückwärts zurück, machst eine zweite daneben. Ey, du musst ja gleich mal, wenn ich da oben in dieser Animation gucken, wie die Kartoffeln von diesem Band in den Bunker reinfallen. Das ist einfach so eine Plane, die dann runterknallt. Ja, ich hast so ein Bild. Fahr ein bisschen weiter links, dann fährst du rechts nicht so viel kaputt. Hier, ich habe immer Kartoffeln. 3000, immer noch. 3700 knapp. Ich bin nicht am Ende, warte ein bisschen. Ach, stimmt, der kann so einstellen. Wow. Ah ne, kann man nicht. Kann er durchtappen? Gar nicht. Wenn er nicht Doch. noch. Warum? Zack. Zack. Ui, Zwei gleich Plätze. zwei Plätze, ja. Mensch. Ich glaube, ich stehe da ein bisschen blöd. Warum? So. Kannst du erst mal den Arm rausstecken oder schwimmen? Kannst du ein paar Kirschen essen und so was? Leeren Bäumen, ja, können wir versuchen. Guck dir jetzt mal die Animation an. Das ist halt wirklich einfach so flupp. Animation geschrumpft und runter. Ja, generell auch die aktuelle Mod-Testzeit, da habe ich mir wieder so gedacht, hä, was ist denn bei denn los? Die aktuelle Mod-Testzeit beträgt 18 Tage oder so, die haben fast 300 Mods in der Warteschlange. Yo. Rauskommen tut nix. Wo du so denkst, ja, 300 Mods, warum kommt nicht ein einziger Mod raus irgendwie? Ja, und die sind ja mit Paaren, Mann, die das den ganzen Tag nur machen. Ja, das ist halt so. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind die da? Sind da schon drei, vier, fünf Leute da? Also beim Mod-Testing sind, glaube ich, 3 oder 4 Leute. Ja, du schaffst doch wohl 30 Mods locker am Tag zum Testen. Die testen die nicht mal großartig, glaube ich. Die gehen da rein, gucken sich das an, gucken mal in die Log-Off, das war's schon fast. Jein, die testen laut Beschrei oder laut letztem Award, den die bekommen haben wohl. Die sind sicherster und bester Mod-Tester oder so oder Mod-Veröffentlicher mit Mod-Hub, weil die auf Viren testen, weil die auf dies testen, auf das testen, Ja, auf Funktion testen und alles. wo hast du denn Viren bei dem Mod? Also. Ja, hast du bestimmt. Also wenn du bei FBM reingehst, du hast bestimmt ein paar von diesen, ich sag mal so ein 8400er John Deere, der von Krabumselbum kommt. Der hat bestimmt irgendwas mal drin oder könnte was drin haben. Also ich muss Aber sagen, ich habe schon vielmals runtergeladen im LS-Talent und den Virus runtergeladen. Ja. ja, Und das ist ich das war andere. teilweise schon auf komischen Webseiten, nicht nur bei FBM, sondern. Ja. Aber trotzdem. Also, selbst wenn ich mir jetzt den kompletten Mod angucke, ich glaube nicht, dass sie sich hinsetzen, den kompletten Code von oben bis unten lesen, was das Fahrzeug tun soll und macht und wie auch immer. Ja. Und wenn, dann setze ich mich nach 4 Tagen dahin, sag meinem Entwickler, ja, du bitte schreib mal irgendwas, dass das Ding mir das, dass mir das geprüft wird und gib mir danach aus, was darin überflüssig ist oder was benötigt wird oder wie auch immer. Aber ich setze mich doch dann nicht dahin für, ich weiß nicht, was du dann da verdienst als ja, Mod-Tester, keine Ahnung. Aber ich sag mal jetzt einfach blöd, für 4000 Euro oder so setze ich mich da doch nicht hin und teste dann da Mods. Also den Code von den Mods. Es ist, und das nächste ist ja, wie viele Mods kommen denn mal raus an einem Tag? Wenn mal Ja, wenn du raus. einen guten Tag hast, sag ich mal, kommen 15 Mods raus oder Ja, so. Und ein paar Updates. und diese mit fünf Leuten sitzen sie da oder sowas. Und dann ist es ja noch so, du kriegst nicht jeden Tag Mods, sondern du kriegst dann Dienstag kommen meistens Mods raus, Mittwochs, Donnerstags.
Und das war's dann eigentlich schon wieder. Wenn du Glück hast, kommt vielleicht noch mal ein, zwei Mods, warum auch immer samstags. Weil Samstag einer da sich hinsetzen muss und 3 Stunden arbeiten. Also, das ist wieder so, dieses Gewichtung irgendwie passt dann gar nicht für mich. Warte mal. Sieht das denn hier aus? Und Dings ist das? Ja, die bei FBM testen Automods oder nicht? Nee. Nein? Die schieben einfach durch. Also, bin ich jedenfalls der Meinung. Ich weiß es nicht. Genau. Ja, da gibt's auch, da musst du auch mal ein bisschen warten, bis du da veröffentlicht wirst. Ja, aber die testen meine ich nicht. Die, Guckt, ob er Ding funktioniert, das war's. Oh nee, das noch nicht mal. ich glaube, das hat was mit Datenschutz, oder was heißt Datenschutz? Das hat was damit zu tun, dass die dann aus der Haftung irgendwie raus sind oder sowas bestimmt, dass sie das halt aktiv durchlassen müssen, ob halt wirklich da nicht einfach Schrott hochgeladen wird. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Bots gibt mittlerweile. Die würden dann da einfach irgendwelche Bilder oder sowas hochschieben. Die füllen dann die Felder einfach richtig aus mit irgendeinem Schmarrn. Und dann hätt's halt, ja, Scheiße dazwischen, sag ich mal blöd. Wobei, die schieben so auch jeden Mod durch. Also da kannst du ja wirklich einen Mod 1 zu 1 hochladen und ja, schieben die durch. Ja. Brauchen, warte mal, ich gucke mal auf dem Hof, ob wir irgendwas an Zeug brauchen. Was brauchen wir denn? Ja, Mineralfutter oder sowas meine ich Ach jetzt. so. An Paletten halt, was wir einkaufen müssen. Was wir jetzt an Überschuss hätten vielleicht dieses Jahr. Ich glaube nicht, das haben wir letztens mal gemacht. Weizen bräuchten wir für die Produktion, aber den müssen wir erst anbauen. Weil wir haben jetzt nur Gerste. Da, das ist wieder so eine Sache. Für die eine Produktion hier für Saatgut brauchen wir jetzt auch Herbizid. Ja, Es ach gibt so. eigene Herbizidkanister von dem Mod. Sind die jetzt? Da. Sind so kleine, ja gut, kleine Fässer ist auch gut. 1200 € für 1000. Ja, das ist halt wirklich einfach die Hälfte von einem großen. Tja. Weil ich ehrlich gesagt die cooler finde von der Optik. Ja, okay. Das ist also auch kein Problem. Und Wasser, wir haben ja eigentlich das Milchfass, damit können wir auch Wasser fahren, theoretisch. Ja. Wenn wir irgendwo Wasser kriegen. Aber das ist das kleinere Problem. Okay, also Herbizide bräuchten wir vielleicht ein bisschen. Wie sieht's mit Diesel aus? 1000 Liter Diesel. Brauchen wir eigentlich nichts. 2000 Liter Diesel, damit kommen wir noch so lange hin. Mineralfutter haben wir noch 11.000 Liter. Ja. Da brauchen wir, glaube ich, auch nichts nachfüllen. Herbizid haben wir drei volle, oder zwei volle und einen angebrochenen. Okay. Also da brauchen wir auch nichts. Ja, Flüssigdünger ist aber eigentlich eh egal. Ja. Weil wir haben 400.000 Liter Gülle fast. Bis wir Gülle fahren, haben wir die 400.000. Na gut, dann kannst du ja jetzt schon Kalk. Gülle fahren. Ja, theoretisch schon. Kalk haben wir. Saatgut haben wir noch Tonnen beim Händler stehen. Das stimmt. Und beim Hof Nee. steht bestimmt auch noch was, oder nicht? Nee, am Hof steht tatsächlich nichts. Nichts? Okay. Aber wir brauchen nichts. Weil wir haben wirklich alles.
Frage ist. Stimmt, das wollten wir uns auch mal angucken. Warte, wir haben jetzt. Wie war denn das PS-mäßig mit unserem Güllefass? Was soll man angucken? 150. Hä? Mit einer Scheibenegge hinter. Ach so. Wobei hatten wir. Boah, das dauert. Also manchmal finde ich das echt. Dann haben wir so viel Zeit zwischen den Folgen, dann muss ich immer wieder überlegen, ob wir das nicht schon wieder über den Haufen Ja. geworfen hatten. Das stimmt. Weil die Überlegung ist, wenn du halt den Dings dahinter packst, ja, dann kannst du schnell da durchheizen und hast direkt mit der Scheibenegge das einmal bearbeitet, dann kannst du direkt säen. Ist korrekt. Aber irgendwas sprach da mal nicht gegen. Wegen der Arbeitsgenauigkeit oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wobei, wir arbeiten jetzt auch so Pi mal Daumen damit. Was? Ja, aber noch voll genau. Also, was ist das für eine Unterstellung sein soll hier? Ich weiß es nicht. Meinst du, das macht Sinn mit dem Gülleverteiler oder meinst du einfach so? Tja, Da kommt, was kann man denn da holen? 6 Meter oder so. 9 Meter ist das größte, was theoretisch gehen würde. Ja, ein PS-mäßig. Viel besser Ja, auch. dann ist das echt am Limit. Weil wir haben jetzt 250, 260 PS haben wir ungefähr in den Schleppern. Ja. Und du bräuchst genau 250 PS. Okay. Also Haben wir Reha mal eher drauf? Ja, nein. okay. Wie bitte? Haben wir Reha mit drauf? Ja, ich meine schon. Ja, Also dann. eigentlich können wir es vergessen. Ja. Habe ich keine Ahnung. So, okay. Was ist das denn für ein Schumann? Ach so, du hast schon einmal überladen. Ja. Es wird oben links nicht angezeigt. Mit dem Lenkmodus ändern, oder? Es geht. Kannst auf Hundegang wechseln. Okay. Ich habe jetzt auch herausgefunden, jetzt wo ich ja meine Seitenkonsole belegt hatte. Theoretisch kannst du jeden Lenkmodus einzeln belegen, dass du direkt in diesen Modus wechseln kannst. Okay. War ich denn jetzt denn hier? Fahr vorm Güllefass weg, um das Güllefass zu holen. Ah, ist gut. Weiß ich. Ah, nee, Quatsch, ich bin vom Ladewagen weggefahren. Nee, nee. Schon schwer. Güllefass, Ja. Ladewagen. Oh Gott, das muss ich ja erstmal. Oh nein! Ah, toll! Das Güllefass ist einmal voll! Darf ich doch erst gleich pumpen. Aber gut, mein Freund, ich würde sagen, das war schon in der Folge. Wenn euch die Folge von das Game Däumchen da, schaut auf jeden Fall das nächste Mal vorbei. Bis dann. Traum auf den Tag und ja, ciao. Ciao.